und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder am LS22 unterwegs beim Real Farmer Projekt. Und ja, wir machen heute logischerweise weiter. Und zwar werden wir jetzt erstmal hier den Radlader verkaufen oder zurückgeben, weil der ist ja bloß gemietet. Den geben wir zurück. Und dann habe ich schon gerade geschaut, dann machen wir nochmal einen Minijob. Das Feld 15. Da müssen wir einmal, ja, ist die komplette Wiese eben, wo wir bearbeiten müssen. Mähen, wenden, schwadern, Ballen pressen, einsammeln die Ballen. Das machen wir jetzt in nächster Zeit auf jeden Fall. Aber jetzt fahren wir erstmal den Radlader zurück, weil ja, der kostet uns ja aktuell nur wieder Miete. Oder nur Geld, sagen wir es mal so. Und ja, den brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Oder jetzt erstmal nicht mehr. Deswegen geben wir den jetzt wieder zurück. Und dann fangen wir auch direkt unten mit dem Minijob an. Wir haben zwar jetzt aktuell einigermaßen gut Geld, aber ist halt auch eigentlich noch zu wenig so. Ja, und dann machen wir eben jetzt den Minijob. Und dann denke ich mal können wir dann mal Sachen kaufen eben für uns, die wo wir dann brauchen, weil dann sollte das Geld einigermaßen reichen. Zwar logischerweise immer noch nichts für die größten Sachen und so weiter, für die größten Maschinen, aber sollte jetzt dann erstmal, ja, reichen, sagen wir es mal so. Und wir kaufen uns natürlich auch noch nicht alle Sachen, die manche Sachen, wo wir relativ selten brauchen, wie vielleicht zum Beispiel eine Gruppe oder eine Sämaschine, können wir uns ja jetzt am Anfang auch immer noch, ja, erstmal mieten, aber dann sollten wir die irgendwann schon mal selber auch haben, die Maschinen. Genau, so, dann geben wir das jetzt einmal zurückgeben und das zurückgeben, dann passt das schon mal. Und dann machen wir den Minijob eben. Die Geräte müssen wir ausleihen. Okay, genau. Aktiv. So, dann sind die ganzen Fahrzeuge hier. Es ist auch ein großer Traktor, muss man sagen. Und wir müssen jetzt Feld 15, ich weiß gar nicht, wo das ist. Feld 15 ist, wo ist denn Feld 15? Bin ich jetzt blind gerade oder was? Ah, da, okay. Da waren wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon. Wenn wir Pech haben, liegen sogar noch die Ballen da. Schauen wir einfach mal. So, auf jeden Fall haben wir hier das Schneidwerk vorne und das große Schneidwerk hinten. Also das sollte auch eigentlich ziemlich schnell gehen. Ich weiß gar nicht, war das von uns noch? Ja, ich glaube, das war nicht. Ja, genau. Das war das, wo wir falsch gekauft haben. Und jetzt so geht es eigentlich ziemlich schnell, weil das sind halt auch große Maschinen. Also es sollte ziemlich schnell gehen. Schauen wir einfach mal. So, dann fahren wir einmal hier rum. Und fahren dann eben zum Feld. So. Dann schauen wir doch mal. Mit so den großen Maschinen bin ich jetzt schon länger nicht mehr gefahren, auf jeden Fall. So, fahren wir mal ein bisschen in der Innenansicht, dass wir alles dabei haben. Und ja, heute ist schon wieder Montag, deswegen euch noch einen schönen Start in die neue Woche. Ich denke mal, die meisten haben den ersten Arbeitstag schon wieder geschafft. Und ja, deswegen passt es. Und ja, von alles und von ETS gibt es jetzt so erstmal nichts Neues. Alles noch beim Alten geblieben, sagen wir mal so. Ich hoffe, ja, da liegen die Ballen halt noch. Das ist jetzt ein Problem, weil wir müssen das mähen. Aber da liegen die Ballen noch. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir das am besten machen. So, das ist schon mal bereit. Entschuldigung, dass ihr hupt. Hallo, Entschuldigung, ich stehe noch auf der Straße, ich weiß. So, dann klappt man das hinten auch mal aus. Das vordere können wir schon mal anschalten.
Und dann können wir das Interesse senken. Senken. Und da ist noch ein Zaun, da hängen wir wahrscheinlich. Ah ne, okay. Durch den Zaun können wir fahren, okay. Und dann schauen wir mal, wie wir das mit den Ballen da hinten machen, weil die stören halt schon da. Weil das Feld haben wir ja das letzte Mal auch schon gemäht. Bloß mit kleineren Maschinen. Und ja, so genau geht es zwar da auch nicht bei den Jobs immer. Beim Mähen, aber da liegen halt schon noch gut Ballen rum. Müssen wir fast eigentlich jetzt da mal den Ladewagen holen und da die Ballen vielleicht wegtun, wenn wir die überhaupt wegmachen können. Schauen wir mal. Weil die stören halt da schon. Sind auch noch einige Ballen, wo da liegen. Machen wir vielleicht dann auch. Jetzt machen wir erstmal ein Vorgewende. Versuchen das einigermaßen gut zu machen. Machen jetzt ein Vorgewende. Und dann holen wir den Ladewagen mal schnell. Dann hoffen wir mal, dass wir die Ballen aufladen können. Und tun die dann halt auf dem Ladewagen, weil vielleicht können wir die auch gleich mit verkaufen, dann wäre vielleicht auch gut. Okay, dann lassen wir das mal so weit erstmal stehen. Okay. Hängen wir mal kurz ab, das vorne, das Schneidwerk vorne können wir bald dran lassen. Dann fahren wir schnell zum, das sind auch die kleine. Ah, da habe ich ja die Ballen falsch gepresst am Anfang. Da sind ja so ganz kleine. Vielleicht tun wir es bloß am Ladewagen und tun halt die Ballen da ein bisschen auf die Seite stellen erstmal. Weil die stören halt jetzt gerade schon. Muss man sagen, wie es ist. Die stören da schon gut. Hoppala, ja, geht. Er passt gerade so auf eine Spur. So, naja, schauen wir mal, ob wir die Ballen wegbekommen oder ob das gar nicht funktioniert, weil es ja nicht unser Job jetzt gerade ist, die Ballen erstmal. Ich weiß nicht, wie es das hinhaut von LS her, weil die Ballen liegen ja da jetzt schon länger, seit dem letzten Minijob. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt weg transportieren können oder ob es das Spiel überhaupt zulässt. Schauen wir einfach mal. So, angekoppelt haben wir schon mal. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie die Ballen wegbekommen, auf jeden Fall. Das ist wichtig jetzt auf jeden Fall. Weil sonst haben wir da ein Problem. Sonst müssen wir die wegschieben im Mähwerk und so weiter. Das ist nicht ganz so sinnvoll. Schauen wir mal, wie wir das jetzt hinbekommen. Alles ein bisschen doof jetzt gerade. Aber schauen wir einfach mal, wie es jetzt funktioniert. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Genau. So, jetzt schauen wir mal, ob wir die überhaupt nehmen können. Wäre auf jeden Fall gut, wenn wir die nehmen können, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Okay, ist schon mal gut, dass wir die nehmen können. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt ist das Problem, nächste Problem. Das sind jetzt große Ballen. Und das andere habe ich aus Versehen die kleinen Ballen gepresst. Heißt, ich weiß nicht, ob man die miteinander stapeln kann. Ich glaube es fast nicht. Habe ich mir schon gedacht. Okay. Naja. Dann stellen wir die, weil da auf dem Weg her, ich weiß wieder nicht, wie man entlädt mit Z. Dann stellen wir die halt da weil her. Sammeln dann schnell die anderen noch ein. Und stellen die halt auch damit her. Dann stören sie jetzt erstmal nicht. Und dann können wir sie auch mit verfahren eigentlich. Also die großen auf jeden Fall, die kleinen sind halt 4 Stück. Z.
und nochmal Z. Okay, dann haben wir das schon mal. Dann holen wir jetzt die kleinen Ballen. Das sind ja theoretisch die 4 Stück, soweit ich das sehe. Und stellen die halt auch mit dahin. Dann haben wir das Problem schon mal beseitigt. Hoffe ich mal. Ich hoffe, die können wir überhaupt nehmen, aber ich denke schon. So, schauen wir mal. Ja, okay, perfekt. Die können wir auf jeden Fall nehmen. Ich hoffe, das sind jetzt alles gleich große Ballen. Aber ich denke schon, dass das alle jetzt die ganz kleinen sind. Und ja, die stellen wir halt auch mit dazu. Jetzt erstmal. Dann stören sie uns schon mal nicht. Das ist schon mal gut, dass wir die überhaupt nehmen können. Und die stellen wir halt da auch mit her. Weil, ja, dass sie mal nicht, erstmal nicht im Weg stehen. Sie stehen zwar gerade im Weg, aber für uns jetzt erstmal nicht, aber ganz passend sind sie halt auch nicht da. So, jetzt weiß ich wieder nicht, was ich drücken muss. Z wieder. Okay. Und nochmal. Okay. Ist schon mal gut. Muss man sagen, ist wirklich schon mal gut, dass wir die jetzt da mal auf die Seite bekommen haben. So, die können wir wahrscheinlich dann auch mitverkaufen. Also wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn wir die mitverkaufen direkt, weil wir dann halt mehr Geld bekommen auch. Aber schauen wir jetzt erstmal. Jetzt müssen wir erstmal weiter mähen. Dass es heute noch irgendwas wird. Ein Vorgewende bringen wir heute auf jeden Fall noch zusammen. Recht viel weiter werden wir heute wahrscheinlich sowieso dann nicht mehr kommen. Weil wir jetzt mit den Ballen, mit dem Ballenzeug so, ja, Zeit verschwendet haben, sage ich jetzt mal. Aber besser jetzt so, wie jetzt dann, ja, wenn wir die gar nicht weggebracht hätten, hätten wir die so wegschieben müssen. Das wäre halt dann, hätte halt dann noch länger gedauert, aber so ist eigentlich schon ziemlich gut. So. Dann mähen wir jetzt noch. Das Vorgewende fertig, dann mähen wir noch ein bisschen weiter, aber recht viel weiter werden wir halt heute schon wieder nicht kommen. Die Ballen haben halt jetzt aufgehalten, aber lieber so, wie wir hätten es ja auch, hätte ja auch sein können, dass wir es wegschieben müssen, und wegschieben ist halt dann noch dümmer. Deswegen ist es eigentlich schon ziemlich gut ausgegangen, sage ich jetzt mal. So, also das Vorgewende haben wir jetzt schon mal fertig. Das ist schon mal gut. Ich glaube aber fast, wir fahren nochmal rum. Okay, wir stehen gerade richtig gut da. Oder wir fahren jetzt da einmal hinter. So, dann fahren wir einmal hinter. Und dann lassen wir es auch schon wieder gut sein. Also die eine Bahn fahren wir jetzt noch und dann lassen wir es schon wieder gut sein für heute. Dann haben wir heute schon wieder ein bisschen was geschafft. Ja, eigentlich schon ziemlich viel wieder. Wir haben den Radler da verkauft oder zurückgegeben. Dann haben wir ja die Ballen jetzt beseitigt vom Feld. Ein bisschen gemäht haben wir. Also schon einiges geschafft wieder heute. Das passt. So. Ja, dann würde ich auch schon wieder sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann, ja, am Mittwoch um 16 Uhr im nächsten Video wieder. Das ist dann ein E-Test 2 Video. Euch, wie gesagt, einen schönen Start in die neue Woche. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.